Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und zwar heute habe ich eine Herausforderung zu predigen, obwohl die Kinder dabei sind. Und es gibt eine einzige Regel bei professionellen Sprechern. Es gibt professionelle Sprecher, die sprechen vor Zehntausenden von Leuten, von 40.000 von Leuten. Aber es gibt eine Regel für diese Sprecher, und das ist wirklich ernst, das ist jetzt kein Witz. Trete nie gemeinsam mit einem Kind auf. Also Kinder, ich hoffe, ihr werdet mir heute nicht die Show stehlen und ich werde mich irgendwie durchsetzen können. Okay, und zwar soll es heute darum gehen, Kirche neu erleben. Also es soll heute um 7 Werte gehen, um 7 Punkte. Im heutigen Deutsch würde man sagen, 7 Styles. Ne? Also das sind unsere 7 Styles, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und bald kommt da draußen an die Wand ein riesengroßes Schild, wo diese 7 Styles stehen werden. Und der erste Style ist quasi die Überschrift. Kirche neu erleben. Und der zweite Style ist am Puls der Zeit. Hey, vielleicht bist du mit Kirche aufgewachsen und kennst dich mit Kirche richtig gut aus. Und du sagst, hey, am Puls der Zeit ist was Böses. Aber ich möchte dir zeigen, wie wir das meinen und was die Bibel dazu sagt, was es bedeutet, eine Kirche zu sein am Puls der Zeit. Und zwar habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass wir kein Problem mit modernen Liedern haben, mit Schlagzeug oder mit Mode oder mit Freude, dass wir sie auch zeigen. Wir freuen uns nicht nur in unserem Herzen, sondern wir freuen uns auch im Gesicht. Wir sagen auch unserem Gesicht, hey, das Herz freut sich. Da sagte sie, ach so, ja, toll. Deswegen wollen wir auch Lieder singen, die von Jesus, wo Jesus gelobt wird, aber die auch ein bisschen moderner sind. Viele Christen sagen, oh ja, in der Kirche müssen nur Choräle gesungen werden oder so ganz langsame Lieder. Aber ich habe mir mal so eine kurze Story mitgebracht, wie früher die Lieder in der Kirche waren. Ne? Also jetzt so vor 1000 Jahren, da gab es Lieder, die hießen gregorianische Gesänge. Habt ihr schon mal gehört, die gregorianischen Gesänge? Ne? In Spiritu Sancti, Amen. So, ne? Also wer vielleicht mal in der Türkei war, die sind jetzt da, wo wir vor 1000 Jahren waren. Also die gregorianischen Gesänge waren up to date vor 1000 Jahren. Und dann irgendwann hat sich langsam entwickelt und dann kamen die Choräle. Und wisst ihr, wer war der berühmteste Choralschreiber? Johann Sebastian Bach natürlich. Und er hat am Anfang so ganz, er war Organist, er hat auch Orgel gespielt, aber er hat ganz einfach und schlicht gespielt. Und dann hat er mal einen Lehrgang gemacht und dann hat er mal ganz flott gespielt. Überleg mal, Johann Sebastian Bach, viele Jahrhunderte zurück. Und dann haben sich die Leute aufgeregt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wie kannst du sowas, so moderne Orgelstücke bringen? Ich glaube, heute können wir darüber nur lächeln. Also wir sehen, es hat sich alles entwickelt. Und dann irgendwann kamen volkstümliche Lieder in die Kirche. Die Leute sind ausgerastet. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ne, das ist doch nur für die Welt etwas, für die ganz Bösen. In der Kirche, in der Church, never. Und da kam zum Beispiel so ein Lied, Stern, auf den ich schaue. Ne? Haben sie gedacht, nee, das ist viel zu modern. So, dann noch ein paar hundert Jahre oder 150 Jahre später, da kamen dann die ganzen modernen Lieder, immer mehr, so wie wir sie jetzt singen. Und immer kam der Vorwurf, wenn sich die Kirche in der Form verändert hat, nicht vom Inhalt, sondern in der Form verändert hat, kam immer dieser Vorwurf aus Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Kam eine neue Mode auf, neue Frisuren, neuer Haarschnitt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder neue Musik und so weiter. Und ich habe es mal gewagt. Diesen Vers, stellt euch nicht dieser Welt gleich, habe es mal gewagt, den Kontext zu betrachten. Was kommt nach diesem eigentlich? Geht es da um äußere Sachen? Und da weiter steht, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wo ist euer Sinn? Ist das mein Sinn? Oder die Schuhe? Wo ist mein Sinn? Ja, also im Kopf, unser Gehirn. In unserem Gehirn ist der Sinn gespeichert, also eine innere Sache. Und Paulus sagt nicht, hey, nicht die Formen sollen sich, nicht die Formen sind das Wesentliche, sondern der Sinn. Okay? Sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute. Das Gute ist schon mal nicht schlecht, oder? Aber er setzt noch mal einen drauf und sagt, das Vollkommene. Das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ihr seht, da ist eine Steigerung drin. Also wir sollen uns innerlich
Hier ist das Innerliche gemeint, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen. Und weiter steht es hier, überschätzt euch nicht. Das ist ja auch nichts Äußerliches, oder? Wir sollen uns nicht überschätzen. Und wenn wir moderne Lieder singen und uns aber nicht überschätzen, hey, dann machen wir genau das, was die Bibel möchte. Oder, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Also seid nicht arrogant, heißt das. Oder die Liebe sei ohne falsch. Also sagt auch das, was ihr wirklich meint. Und weiter sagt Paulus, ihr hasst das Böse und hängt dem Guten an. Da sagt vielleicht jemand, ja, das Böse hasse ich sowas. Ne? Also er hasst sowas, das Böse. Von morgens 6 bis abends 12 hasst er das Böse. Immer so ein Gesicht. Aber Paulus sagt, nein, nicht nur das Böse hassen, sondern danach auch das Gute tun. Weiter schreibt er, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ui, kompliziertes Deutsch. Mit Ehrerbietung zuvorkommen. Hey, das heißt, dem anderen mal ein Kompliment zu machen. So, jetzt schau mal deinen Nachbar an und sag, hey, du siehst super aus heute. Genau, das heißt das nämlich. Yes, das heißt das. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Komplimente machen, okay? Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Also das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Also Paulus sagt, hier geht es gar nicht um äußerliche Sachen. Musik, Frisuren, und keine Ahnung, Schuhe, Mode, sondern hier geht es um innerliche Sachen. Wenn es heißt, stellet euch nicht dieser Welt gleich. Die Kirche hat sich natürlich entwickelt. Genau wie die Bibel. Die Bibel hat sich auch entwickelt. Aber Gott sei Dank gibt es Qumran. Und da wurde bewiesen, dass der Inhalt sich nicht verändert hat. Da wurde bewiesen, dass der Inhalt der Bibel sich innerhalb von 2000 Jahren nicht verändert hat. Aber die Form der Bibel hat sich schon verändert, oder? Wie war die Bibel früher? Eine Rolle. Ich habe noch nie jemanden hier auf der Bühne gesehen oder irgendwo in der Kirche, auf der Kanzel, dass jemand aus einer Rolle vorliest. Habt ihr schon mal gesehen? Ich nicht. So, irgendwann kam der gute Gutenberg, ne? Also nicht der abgeschrieben hat, sondern der die Buchdruckpresse erfunden hat. Und er hat die Buchdruckpresse erfunden. So, und schwuppdiwupp waren die Rollen weg. Und es gab nur noch Bücher. Und über Jahrhunderte lang gab es nur noch Bücher. Bis unser guter Konrad Zuse kam. Der gute Konrad Zuse hier aus hier, Neunkirchen, wo ich wohne. Mein Haus ist 200 Meter von seinem entfernt. Und er kam und hat die Welt verändert. Er hat einen Computer erfunden. Und was hat man gemacht? Inzwischen gibt es die Bibel, die gab es mal auf Diskette. Kennt noch jemand Diskette? Ja, ne? Also ich kenne sie noch. So, und dann irgendwann kam der Stick. Und so hat sich die Form immer weiter verändert. Aber ob du eine Bibel auf dem Stick liest oder die Bibel aus einer Rolle liest, immer das Gleiche. Der Inhalt ist immer gleich. Und genauso muss auch eine Kirche sein. Die Form muss sich permanent ändern. Die Form muss sich permanent ändern, aber der Inhalt muss immer gleich sein. Jetzt stellt euch mal vor, ein Kind wird geboren. Ein Kind wird geboren und hat eine bestimmte DNA, ne? Desoribonucleic acid, also DNS auf Deutsch, Desoribonukleinsäure. Und diese DNA, die verändert sich niemals. Geht das Kind in die Schule, es hat immer noch die gleiche DNA, es aber schon sieht völlig anders aus. Geht das Kind in die 10. Klasse, hat es immer noch die gleiche DNA. Wird das Kind ein alter Opa oder eine alte Oma, hat es immer noch die gleiche DNA. Und genauso muss es auch mit der Kirche sein. Kirche muss sich permanent entwickeln in der Form, aber immer die gleiche DNA haben. Das ist sehr wichtig. Für mich oder für euch, ich sage mal, wenn wir noch jung sind, ist es einfach, wenn sich Kirche ändert. Ist kein Problem. Aber wehe, wenn wir 75 werden oder 80, dann fällt es uns schon viel schwerer, diese Änderung zu akzeptieren. Zum Glück bin ich noch nicht 75. Und ich mache das hier mit und ich freue mich einfach, dass sich hier die Form verändert, dass wir Menschen erreichen können, dass wir Menschen begeistern können, ohne dass wir den Inhalt verändern.
Und jetzt schreibt Paulus, einer der größten Theologen des, also der Bibel, schreibt in Korinther 9, Vers 20. Das ist auch ein super wichtiger Vers, der das wirklich unterstreicht, dass es wichtig ist, dass die Form sich ändert und dass der Inhalt immer gleich bleiben muss. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denn ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden. Obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus. Damit ich die ohne Gesetz gewinne. Und jetzt kommt ein bisschen wieder was Verständliches. Also Paulus ist wirklich ein Theologe, habt ihr ja schon gemerkt. Ne? Also, Aber jetzt wird es wieder einfacher. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Ey Leute, ich liebe Klassik. Ich liebe richtig Klassik, ja? Aber ich habe mit der Klassik abgeschlossen. Weil ich einfach weiß, dass heutzutage die Klassik nicht mehr up to date ist. Und dass ich niemanden mehr für Jesus begeistern kann, wenn ich klassische Lieder singe. Okay? Ich hab's geopfert. Und so sollten wir auch vielleicht das eine oder andere opfern, damit wir Menschen gewinnen und Menschen begeistern können. Und vielleicht, damit die Kirche insgesamt nicht nur 1-2% der Bevölkerung erreicht, sondern die ganze Bevölkerung. Aber wirklich, die DNA muss immer gleich sein. Jetzt habe ich mich aber ganz schön lange auf diesem einen Punkt aufgehalten. Aber es war auch nötig, weil sonst hätten wir hier wirklich, wie nennt man das, dieses S-Storm und so weiter. Ne? Also, okay. Jetzt gehen wir zum dritten Punkt. Und den liebe ich sehr. Vom Leben begeistert. Wir wollen eine Kirche sein, die vom Leben begeistert ist. So wie die Kinder vom Leben noch vom Leben begeistert sind, so möchten auch wir vom Leben begeistert sein. Und vielleicht sagst du, wie kann eine Kirche vom Leben begeistert sein? In der Bibel heißt es auch, nimm dein Kreuz auf dich und so weiter und so fort. Ne? Oh, alles so. Aber wir sollen vom Leben begeistert sein. Weil Jesus sagt, und zwar sagt er das in Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, ich bin das Leben. Jesus ist das Leben. Wie ist das Leben? Ist das Leben grau, wie hier die Bühne? Nein, das Leben ist übertrieben bunt. Alles ist total bunt. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Aber wenn du mal schnorcheln gehst, in Ägypten oder so, und die Korallen ansiehst, das sind wir nicht gewöhnt. Und das ist wirklich übertrieben bunt. Und Gott hat die Welt so bunt gemacht, die Blumen und alles. Es ist nicht grau und grau. Das Leben ist begeisternd. Oder ist das Leben eintönig? Also Gott hätte ja zum Beispiel, also was hätte jetzt gereicht? Also man hätte den Menschen machen können, ne? Dann hätte man Schwein machen können, damit der Mensch genug also Fleisch zu essen hat. Manche essen ja kein Schwein. Also hätte er auch noch einen Rind machen müssen. So, was hätte er noch machen müssen? Und Mais. Mais wächst gut. Sehr schnell Masse um, in Biomasse. Das heißt, Gott hätte den Mensch, das Schwein, das Rind und den Mais machen können. Und alles wäre gut. Ne? Aber nein, Gott hat 8,7 Millionen Arten geschaffen. 8,7 Millionen Arten. Davon haben wir ungefähr 20% erforscht. Und wenn wir mit diesem Tempo weitermachen, dann sind wir in 480 Jahren fertig und haben alle Arten erforscht. Also wir sehen, Gott ist so Hammer, so viel Begeisterung hat er in seine Schöpfung gesteckt. Oder ist das Leben leise und langweilig? Nö, ist es nicht. Ich war mal in Sri Lanka im Urwald. Leute, es war ohrenbetäubend, wie die Vögel geschrien haben, die Flughunde. Und das war Wahnsinn. Und deswegen haben wir uns gesagt, hey, wir als Church, wir wollen vom Leben begeistert sein. Und hier in der Bibel gibt es nicht nur traurige Stellen, da gibt es auch ganz viele fröhliche Stellen. Und die traurigen muss man natürlich im Kontext sehen. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10 steht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Also wer? Sie, also du. Jesus ist gekommen, damit du volle Genüge hast. Und das ist nicht gemeint in erster Linie materiell, sondern unser Mindset. Ne? Ich habe es ja heute schon vorgelesen. Wir sollen unseren Geist ändern. Oder im Psalm steht Folgendes.
Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also Wonne, wow, Hammer. Und deswegen sagen wir, wir sind vom Leben mit Gott begeistert. Aber was ist mit dem Kreuz los? Was ist denn mit dem Kreuz? Wir sollen ja das Kreuz auf uns nehmen. Das tun auch viele Christen. Sie nehmen das Kreuz auf sich. Das Kreuz ist so, keine Ahnung, bis hier oben, bis unten. So. Und da gehen sie so, ne? Manche gehen so, also manche auch, jetzt zeig ich es mal, so, aber in der Lage, ne? Aber wir sollten das Kreuz wirklich mit Begeisterung nehmen. Dann wird dieser Vers, nehme das Kreuz auf dich täglich und folge mir nach, wird wirklich wundervoll. Da können wir wirklich mit Power sagen, ich mache das mit Begeisterung. Okay? Das ist so wichtig, Leute, dass wir das Kreuz Jesu mit Begeisterung tragen. Das ist die frohe Botschaft von Jesus, dass wir das auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Und Jesus war wirklich kein Langweiler. Er ist begeistert durch die Welt gegangen. Das nächste, das Beste geben. Das ist der Punkt Nummer 4. Das Beste geben. Der vierte Style. Für Gott geben wir unser Bestes. Wir legen Wert auf Qualität. Oder kein Schrott für Gott. In der Kirche heißt es manchmal, ach, das reicht doch. Also hier so Sperrmüll, so die Sofas da hinten und so, ne, ist gerade so okay. Aber das Prinzip gibt es nicht in der Bibel. Salomo hat das Allerbeste für Gott ausgegeben. Also der Tempel mit Gold und allem Möglichen. Und deswegen versuchen auch wir, viel Energie in die Predigten zu stecken, in den Worship zu stecken, in die Location, dass wir wirklich keinen Schrott für Gott geben. Und Gott gibt natürlich auch sein Bestes. Wie du weißt, hat Gott Jesus auf die Welt geschickt. Und das war wirklich das Beste, was er hatte. Es war nicht das Zweitbeste, sonst hätte er vielleicht den Engel Michael geschickt. Oder das Drittbeste hätte er vielleicht den Engel Gabriel geschickt. Aber nein, er hat das Beste geschickt und das war Jesus. Und hier in Lukas 15, Vers 22 steht, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Der verlorene Sohn kommt zurück und Gott gibt ihm das Beste. Dann der nächste Style, Potenzial entfalten. Und Potenzial entfalten, das ist uns so wichtig. Wir möchten, dass Menschen hier in der Church ihr Potenzial entfalten können. Dass Menschen am Leben der Gemeinde teilhaben und nicht nur einfach hierher kommen und konsumieren. Und deswegen haben wir auch hier einen Indoor-Spielplatz. Wir machen aufwendige Events. Wir versuchen, die Gottesdienste auch spannend zu machen, auch für die Kinder heute. Und dazu gibt es auch natürlich einen Bibelvers, Johannes 12, 24 bis 26. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für die Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Also Gott möchte, dass wir uns für ihn entwickeln. Am Anfang ist unser Leben wie ein Weizenkorn. Und wir müssen das pflanzen und dann entwickelt sich daraus etwas. Kinder, habt ihr eigentlich gewusst, wenn ein Kind geboren wird, dann muss das Gehirn des Kindes in den ersten Monaten, in den ersten 3 Monaten sterben. Das Kind wird geboren und in den ersten 3 Monaten stirbt das Gehirn des Kindes. Es löst sich komplett auf, damit was völlig Neues entstehen kann. Sowas wie ein menschliches Gehirn. Wenn ein Tier geboren hat, hat es ein komplizierteres Gehirn als ein Mensch. Aber dann löst sich beim Mensch in den ersten 3 Monaten das Gehirn komplett auf und es bildet sich ein völlig neues Gehirn. Und so muss es auch sein, wenn wir unser Potenzial entfalten. Wir müssen investieren. Wir müssen etwas aufgeben, damit was Neues entsteht. Potenzial entfalten. Dann unser nächster Style oder unser nächster Wert, willkommen zu Hause. Also wir sind der Meinung, dass Kirche eine Familie ist und dass wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Und in Epheser 2, Vers 19 schreibt Paulus, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.
Und deswegen haben wir auch diese Coming-Home-Ecke, wo du dich einfach über die Church informieren kannst. Und wir sind der Meinung, Kirche muss ein Zuhause geben. Und der siebte Style oder siebte Wert, nichts ist unmöglich. Weil Kirche bedeutet Ekklesia, die Herausgerufene. Und was sagt Gott über die Kirche? Dass Gott Menschen zu sich zieht. Er zieht Menschen zu sich. Und wenn Gott Menschen zu sich zieht, dann sind die Menschen am Ende verrückt. Weil sie stehen nicht mehr da, wo sie standen. Und so muss auch Kirche ein bisschen verrückt sein und wirklich Menschen für Gott begeistern. Und wir haben das uns zum Ziel gesetzt, in den nächsten 10 Jahren wollen wir 10.000 Menschen für Gott begeistern. Das ist ein großer Traum. Und Leo Bigger hat mal gesagt, träume groß und handle klein. Also wir wollen groß träumen und klein handeln. Und hier nochmal ein Bibelvers dazu. Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Also für Gott ist alles möglich. Und Gott sagt, oder Jesus sagt, selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Überlegt mal, deine Haare auf dem Kopf sind alle gezählt und meine Haare sind alle gezählt. Ich muss euch sagen, ich habe eine ziemlich schlechte Bilanz. Und vielleicht bist du schon, keine Ahnung, 20, 30, 40 und du sagst, hey, mein Leben hat eine schlechte Bilanz. Und ich kann dir versichern, es muss nicht so bleiben. Wenn du den Weg mit Jesus gehst, wird er deine Bilanz verbessern. Meine Bilanz hier oben wird sich wohl kaum verbessern. Aber für dein Leben hat Gott eine Mega-Bilanz. Und ich wünsche mir so sehr, dass du sagst, hey, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein. Und die Bilanz deines Lebens wird gigantisch sein. Die Probleme werden nicht weg sein, aber du wirst durch sie durchgehen. Und die Motivationstrainer sagen immer, der einzige Weg durch die Angst ist durch die Angst. Und der einzige Weg durch die Probleme, aus den Problemen ist durch die Probleme. Und wenn du Jesus aufnimmst, wirst du mit ihm durch die Probleme gehen und wirst wirklich eine tolle Bilanz am Ende des Lebens haben. Wirst zurückschauen und sagen, wow, eine tolle Bilanz. Ich habe vielleicht am Ende eine Glatze, aber die Bilanz meines Lebens ist top. Amen.